Das ist heute so ein bisschen sowas wie Knutschen auf dem Rücksitz von einem DeLorean. Fluxkompensator an! Auf geht's ins gute Jahr 2001. Prinzipien, ja, die können wir nicht brechen, auch wenn die Donuts nicht hier sind. Dann gehen wir jetzt alle. So, komm, wir soundchecken, ja. Junge. Jetzt geht's zum Pocket Rock Soundcheck. Ja, dann jetzt mal die alten Kamellen, was? 2001! Den Song habe ich in meinem Kinderzimmer geschrieben, auf dem Bett. Und Ingo kam rein und meinte, ey, geiles Riff, davon brauchen wir mehr. Und da fallen dir auf einmal tausend Sachen ein, aus der Zeit früher, an die du nie wieder gedacht hast, nur weil du die Songs spielst. Eine Platte zu spielen, die 23 Jahre alt ist oder so, das ist schon, weil das ist ein Song, der heißt At 23, ja? Jetzt bin ich 47. Ne, irgendwie denkst du so, okay, du coverst gerade irgendwie deine eigene Band, aber es sind irgendwie andere Menschen, die kennen mich von damals gar nicht mehr so. Aber bei dem Song hat es auch Klick gemacht, das konnte ich verstehen. Es gibt so ein paar Songs, da habe ich das nicht mehr. Da docke ich nicht mehr an und verstehe nicht mehr, in was für einer komischen Gefühlslage ich war, solche Texte zu schreiben. Interessant. Nicht so gut. Mega Baller-Song. Gutes Video. Hier, Live-Video von damals, von der Pocket-Rock. War super geil, es hat so Spaß gemacht. Insgesamt, weiß ich nicht, fast 30 Shows und nur ein Off-Day. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir das hingekriegt haben damals, dass wir einfach echt jeden scheiß Tag gespielt haben. Einmal auch unserem Merchandiser Norbert zu danken, der wirklich seit damals, seit 2001 mit dabei ist. Absolut. Und immer noch die ganzen Laden im Griff hat. Richtig geil, Norbert. Auf der Pocket Rock Tour konnte man noch immer überall rauchen. Das ist unvorstellbar. Das knallt mir ins Gesicht. So eine Stimme, die wird ja so im Laufe des Lebens tendenziell tiefer. Aspirin zum Frühstück und Fenchelhonig zum Saufen. Damit ich diese Show rumkriege und irgendwie diese ganz hohen Töne und so weiter noch erreicht. So, aber da kannst du mal wirklich sehen, wie sich so eine Band über die Jahre wandeln kann. Und das so wie es jetzt heute ist, glaube ich, wirklich das Destillat und all das ist, was die Essenz Donuts ausmacht. So. Also wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir die Band sind, die wir immer sein sollten. Und das ist toll.